So, hallo zusammen. Da haben wir bei uns auf Actias verstärkt Anfragen bekommen, wie es ausschaut, wie man am besten einen Schmetterling präparieren wird, und auf YouTube so diverse Videos dann, die wo Anleitungen zeigen, die ja mal besser, mal schlechter sind. Haben wir gedacht, ich zeige heute einfach mal, wie ich einen Schwärmer präparieren tue. Inklusive Beinpräparation, das ist jetzt ein bisschen was Spezielleres, und ja, ich hoffe, dass ich nicht was vergessen dazu erklären. Ich hoffe, dass der Akku so lange mitmacht hat. Ich hoffe, dass man mich einigermaßen versteht. Ich spreche bayerisch. Und ja, wie gesagt, schauen wir einfach mal, ob es irgendwo klappen wird. Ja, gebe die Hoffnung nicht auf. Ich habe hier ein relativ altes Spannbrett von mir, das sieht man schon, da sind jede Menge Nadeleinstiche drin. Wenn man selber baut, unten ist das Trägergestell, oben ist ein Balsa-Brettchen drauf in 5 mm Stärke. Balsaholz hat das, den Vorteil, dass die Nadeln bedeutend einfacher reingeht werden. Und gleichzeitig habe ich oben dann als endgültigen Abschluss noch ein Millimeterpapier aufgeklebt, das wo hier auf gleicher Höhe ist mit den starken Linien, so jetzt einmal mit den erkennbaren Linien. Das erleichtert mir, die Flügel entsprechend auf jeder Seite gleich hoch auszurichten. Ist einfacher, als wir irgendwie großartig mit den Augen Maß zu nehmen oder sonst irgendwas. Ja. Gut, das Ganze ist ein verstellbares Spannbrett. Da ist eine Schraube. Hinten ist noch genauso eine Schraube. Ich muss aber schauen, ob die Einstellungen von der Kamera passen werden, dass man wirklich alles sehen wird. Jetzt mache ich das einmal auf entsprechenden Rillenbreite. Man sieht schon, das geht jetzt weiter auseinander, je nachdem. Jo. So, dann nehmen wir mal das hier her. Das sind zwei Ölmorpher Achemon. Die sind von 2017 gezogen und waren bis jetzt in der Tiefkühltruhe eingefroren. Ja, und der soll jetzt präpariert werden. Für ein Tier in der Größe nehme ich eine 3er Nadel. Das sind so diese Insektennadeln-Pakete in der Größe 3. Ob es jetzt die Größe 3 oder 2 ist oder 4 ist, das ist eigentlich ein gewisser Erfahrungswert. Ja. Bei der Körpergröße, es geht eigentlich mehr oder weniger um die Körpergröße und um das Gewicht, was das Tier hat. Je schwerer das Tier wird, desto stärker soll die Nadel sein, desto besser gibt eine stärkere Nadel dann auch dem Tier dann Halt. Ja. Wenn ich durch so ein Tier relativ dünne Nadeln rein tue, kann es sein, dass das Eigengewicht des Tieres, vor allem wenn es dann getrocknet ist, sich das locker macht und dann fängt das Tier sich zu drehen nur auf der Nadel, und das sollte eigentlich nicht sein. Gut. Mal schauen, wie man das am besten hinbringt. Genau, man sieht jetzt, ich tue das Tier relativ, also so gut wie möglich mittig durch den Thorax durch einstechen. Das Ganze sollte dann relativ senkrecht, das mal schauen, genau, so sieht man es jetzt in der Kamera, senkrecht von oben durchgehen. In der Mitte sollte die Nadel wieder rauskommen. Ein bisschen zeigen. Das ist hier das Vorderbein, und man sieht, dass es sich hier bewegen wird. Und hier drin zwischen den beiden Vorderbeinen, da ist eigentlich die Mitte des Thorax, und da soll es möglichst wieder rauskommen. Ich schiebe die Nadel ein bisschen nach hinten weg. Halt. Haben wir jetzt wieder gar nichts gesehen. Das ist ein bisschen schwierig, macht das zum ersten Mal. Also hier sollte sie noch rauskommen. Jawohl, das ist okay. Zwischen den Beinen hier. Und man sieht vielleicht ein bisschen, ja, auf der Kamera ein bisschen schlechter. Ich lasse die Nadel ein bisschen so nach hinten laufen. Das hat den Vorteil, wenn ich die Nadel nachher gerade so rum, gerade reinstecken tue in die Rille, dann kommt der Kopf ein bisschen höher. Und dann tue ich mir nachher leichter, die Fühler auf die Oberfläche auszulegen. Gut, damit alle Tiere auf gleicher Höhe sind, gibt es Etikettentreppchen für solche Nadeln dann eben mal zu kaufen, damit man immer die Tiere auf gleicher Höhe dann in der Sammlung stecken hat. Ich habe mir da selber was gebaut, ich habe einfach ein kleines Rundholz genommen, habe von vorne ein Loch reingebohrt und gehe dann von oben drauf, zack, schiebe den Falter nach oben, und jetzt habe ich immer oben die gleiche Höhe, die wo ausreichend ist, mit den Fingern das Tier dann zu nehmen in der Sammlung oder wie auch immer. Ja. Gut, jetzt nehmen wir den halt noch nicht, jetzt nehmen wir zuerst die Pergamentstreifen herrichten und festmachen in der richtigen Breite. Die
die gibt es auch zu kaufen. Manche werden sich das selber machen, irgendwo aus Butterbrotpapier runterschneiden und so weiter. Ist mir ehrlich gesagt zu doof. So eine ganze Rolle, um die 40 Meter, glaube ich, oder sind 20 Meter drauf, ich weiß es nicht genau. Die kostet zwischen, ich glaube, 3,50 Euro und 5,50 Euro. Und ist ein super glattes Material und da fange ich nicht selber zum Basteln an. Man gibt für dieses Hobby so viel Geld aus, dass auf das nicht drauf ankommen darf. So, Pergament richte ich jetzt halt richtig so aus, an der Rille aus. Es sollte jetzt nicht überlagern. Ja, man sieht, dass das hier an der Seite, dort wo ich meinen Finger habe, da wäre es jetzt in der Rille drinnen. Wirklich nur auf die Spannflächen. Und lieber mal einen Millimeter von der Rille weggehen, nach innen drinnen, weil es wird zu weit reinragen lassen. So, mit drei Nudeln festgemacht. So, dann, wer es nicht im Gefühl hat, steckt am einfachsten so den Schmetterling schon mal ein bisschen so rein. Und dann ziehen wir die Rille noch ein bisschen auf. Wie gesagt, ich tue jetzt die Beine mit präparieren. Das bedeutet, ich muss diese Rille, diesen Abstand zwischen den zwei Flächen, wo die Flügel aufliegen werden, also diese Rille hier, breiter machen, als wie der Körper eigentlich ist. Das wird sich erst dann gleich zeigen, warum das so ist, im Laufe des Spannvorgangs. Gut, also klappt man das nachher.